2500 Unterschriften sind heute dem Zürcher Stadtrat übergeben worden. Das wegen dem Bundesasylzentrum, das auf dem Duttweiler Areal im Kreis 5 entstehen soll. Laut den Grünen besteht in so einer Unterkunft die Gefahr, dass die Menschen versteckt hinter hohen Hägen auf engstem Raum zusammenleben müssen. Für uns ist wichtig, dass sich die Leute frei bewegen können, dass Treffpunkte entstehen, dass die Leute nicht abgeschottet von der Quartierbevölkerung in diesem Zentrum leben. Uns ist aber auch wichtig, dass Kinder beispielsweise in Räumen in den umliegenden Schulen in die Schule gehen können. Kein Verständnis für das Anliegen gibt es von rechter Seite. Die Forderungen sind schlicht überflüssig, sagt der Zürcher SVP-Gemeinderat Samuel Balsiger. Also der Stadtrat hat ja bereits ein Konzept vorgegeben und schreibt dort, er welche Begegnungsräume schaffen, welche, dass es einen Dorfcharakter gibt in dem Asylzentrum, das hier bauen. Die Grünen schreiben jetzt irgendwie, sie wollen keine Mauern und sie wollen da nicht das Gefängnis haben. Der Stadtrat hätte bereits bestätigt, dass er das alles auch nicht will. Was der Stadtrat bisher präsentiert hat, ist vor allem die baulichen Massnahmen. Die sind aus unserer Sicht bisher soweit gut. Wie das Zentrum aber sozial ausgestaltet ist, wie die Leute nachher dort drin leben, was für Regeln sie haben, das ist nicht klar. Und darum ist es wichtig, dass wir am Stadtrat mit dieser Petition jetzt Rückendeckung geben, dass er das Zentrum sozial und menschenwürdig ausgestalten kann. Der Samuel Balsiger nimmt die Forderungen gelassen. Er verlässt sich auf das Stimmvolk. Das muss voraussichtlich in einem Jahr darüber entscheiden, ob an diesem Standort überhaupt das Bundesasylzentrum entstehen soll. Asyldorf, das hier mit im Wohnquartier soll hingestellt werden, kostet 20 Millionen Franken oder mindestens 20 Millionen Franken. Der Stimmbürger wird entscheiden können, ob er das Asylchaos mit dem Betrag will subventionieren oder nicht. Also die Diskussion wird eh stattfinden. Wenn es zustande kommt, sollen im Bundesasylzentrum auf dem Duttweiler Areal in 4 Jahren bis zu 360 Asylsuchende untergebracht werden.